Nach 6 Monaten Untersuchungshaft kam es dann zur Hauptverhandlung am Amtsgericht Alsfeld. Und dort wurde Ella in 6 Verhandlungstagen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Und das ist auch von vornherein das Ziel gewesen, ein Exempel zu statuieren und ein heftiges Abschreckungsbeispiel zu konstruieren. Das war gewollt. Als einzige Zeugen Polizisten, die SEK-Beamten traten alle voll vermummt und ohne ihre Identität preiszugeben vor Gericht aus. Sie haben alle eine einstudierte Geschichte vorgetragen, es wirkte wie ein ziemlich abgekartetes Spiel, nämlich mit dem Ziel, hier mal ein heftiges Urteil zu konstruieren. Ella steigt um auf die andere Seiltraverse, hat die erreicht und Zugriff ohne Kommunikation und zack, hier machen wir mal einen Schnitt. Jetzt guckt euch das mal an. Das sind die blauen Kurzsicherungen, mit denen Ella die ganze Zeit gesichert war. Die sind beide gerade lose, hängen runter und Ella ist nur noch in dieser statischen Bandschlinge gesichert. Dieser Polizist hat ohne Kommunikationsversuche greift er Ella in die Sicherung ein und zieht Ella an ihrer Sicherung nach unten.